Machen Sie es sich bequem und schließen Sie die Augen. Sie haben Zeit. Freuen sich darauf, sich etwas Gutes zu tun. Und während Ihr Körper ausruht und sich lockert, stellen Sie sich auf eine angenehme Ruhepause ein. Die Muskulatur ist locker und entspannt und Sie müssen sich nicht mehr bewegen, weil alles entkrampft ist. Die Augenlider ruhen sanft und behutsam auf den Augäpfeln. Dahinter ist ein leichtes Halbdunkel. Und dahinter Ihre wachen und aufmerksamen Gedanken. Gleichmäßig und ruhig fließt der Atem dahin. Im behutsamen Wechsel von Einatmen und Ausatmen hebt und senkt sich die Bauchdecke. Und wie eine Welle fließt der entspannte Atem durch den Körper. Geräusche ziehen draußen vorbei, wie sie kommen. Und auch Gedanken verschwinden, wenn sie auftauchen. Sie brauchen nichts, müssen nichts denken oder tun. Sie spüren ja alles, was ihnen wichtig ist. Während der Körper unbeweglich ausruht, kann Ihr Geist wandern, wohin er will. Vielleicht in die Vergangenheit oder in die Zukunft, hier in diesem Raum herum oder draußen irgendwohin, ganz wie er will. Lassen Sie sich sinken. Der ruhige Fluss des Atems bleibt ungestört von allen Unterbrechungen und reagiert auch nicht auf Ärger oder Anspannung, die vielleicht vorhin da waren oder nachher kommen könnten. Hier und jetzt sind Sie unabhängig von allen äußeren Einflüssen. Tief in Ihrem Inneren ist ein ruhiger Platz, eine innere Insel der Stille, in die Sie jetzt mehr und mehr hineinsinken. Ich begleite Sie auf diesem Weg, zähle von 1 bis 5, damit Sie immer tiefer ausruhen können. Und bei 5 sind Sie dann so wohltuend tief entspannt, wie es heute möglich ist. 1. Der Körper ist locker und entspannt, ruht sich aus und braucht nichts. 2. Das Herz schlägt gleichmäßig und ruhig, der Atem fließt friedlich dahin. 3. Sie sind unabhängig, stehen in Ihrem eigenen Mittelpunkt und ruhen mehr und mehr im inneren Gleichgewicht. 4. Sie sind froh, bei sich selbst zu sein, können Ihre Gedanken und Gefühle öffnen, für eine positive, wohltuende Zukunft. 5. Und haben losgelassen. Sind auf dieser inneren Insel der Stille, in der es gut geht und alles zum Besten sich entwickelt. Und während der Körper da liegt und sich ausruht, bewegen sich die Gedanken, wie sie wollen, können das aus der Erinnerung herausholen, was vielleicht schön und angenehm war, vielleicht die Erinnerung an einen warmen Sommertag, an dem das Licht der Sonne durch das Blätterdach der Bäume fällt,
die Blüten duften und die Gräser wiegen sich sanft im Wind. Ein warmer, sanfter Hauch streicht über die Wangen und am Rande des Weges murmelt ein Bach und das kühle, klare Wasser springt über die Steine. Hinten irgendwo ist ein Wald und mit ruhigen Schritten gehen wir auf die Bäume zu. Es duftet frisch und würzig und die Füße laufen über einen weichen, angenehmen Grund. Links und rechts stehen alte Häuser. Einige haben keine Fenster mehr. Bei anderen haben die Mauern bereits Risse bekommen. Und auf manchem Dach fehlen die Ziegel. Irgendwo sind diese Gebäude sehr vertraut. Orte, die wir kennen. Längst verklungene Erinnerungen. Ein paar Kinder vielleicht, die über die eingefallenen Mauern klettern und deren Lachen so ganz anders ist als die Risse und Sprünge der alten Fassaden. Der Wald kommt immer näher. Die Bäume sind hoch und dunkel. Und die Luft ist frisch und kühl. Aus dem Bach ist ein kleiner Fluss geworden. Dessen Wasser dahin fließt und fließt und fließt. Die Häuser werden seltener. Und bald gibt es nur Bäume. Und die Kinderstimmen liegen weit zurück. Die Augen richten sich nach vorn. Und da ist nichts außer Bäumen und Vögeln. Und diesem angenehmen Duft, der durch die Bäume streicht. Der Weg geht ein wenig weiter und steigt allmählich an, unmerklich erst, so dass der Schritt keine Hindernisse hat, und biegt leicht nach links, ein wenig höher und noch höher. Irgendwo auf der rechten Seite ist eine Hütte. Ein alter Mann steht davor und schaut herüber, unbeweglich, mit einem festen Blick, der so viel und gar nichts sagt. Er wartet ganz einfach und schaut und bewegt sich nicht. Aber wir gehen weiter. Und der Weg wird ein wenig steiler und steiniger. Die Bäume werden immer weniger. Und es sind nur noch Büsche und Gräser. Und ein paar kleine Blumen, die dort stehen. Die Luft wird wärmer. Der Atem schwerer und die Schritte anstrengender. Es geht mühsamer voran, auch wenn es aufwärts geht.
Wieder macht der Weg eine Biegung und wird klarer und gerader. Und die Luft ist angenehmer und frischer. Und an einem Punkt, den wir jetzt erreicht haben, kann man stehen bleiben und sich umschauen. Und da liegt die Welt unter einem, die Häuser und Dörfer, die Wälder und Felder und auch der kleine Fluss, an dem wir eben noch gewesen sind. Es ist schön, Rast zu machen und auszuruhen und alles hinter sich gebracht zu haben, was so anstrengend und mühsam gewesen ist. Nach einer kleinen Weile geht es weiter. Der Weg öffnet sich nach vorn und es ist leicht voranzukommen. Alle Hindernisse und Schwierigkeiten sind weit da unten und hinten irgendwo, liegen weit zurück und sind Vergangenheit. Ohne Schwierigkeiten geht es weiter aufwärts. Und es ist kein Problem, voranzukommen. Und die Spitze des Berges ist immer näher, so greifbar und so erreichbar. Und während es vorwärts geht, taucht plötzlich eine Spitze auf. Unverständlich zuerst und unerklärlich. Irgendwo da hinten, wo der Berg seine Höhe erreicht hat. Schiebt sich diese Spitze immer weiter hinauf und wird immer deutlicher. Wie ein Turm oder ein hohes Gebäude. Irgendetwas, was stattlich und mächtig ist und so sicher und anheimelnd zugleich wirkt. Ein großes Gebäude, was einem irgendwie vertraut vorkommt. So, als wäre man schon einmal da gewesen oder wollte immer schon dorthin zurückkehren. Diesen vertrauten, sicheren Ort, fernab von allem, was das Getriebe des Alltags, was der Druck und die Belastung des Lebens verhindern wollen. Immer leichter und immer schneller kommt das Gebäude näher. Es strahlt im Licht der Sonne und seine Fenster sind geöffnet und die Brücke ist heruntergelassen. Einen Augenblick stehen bleiben. Tief aufatmen und das Gefühl haben, angekommen zu sein. Die breiten Mauern, die hohen Türme und die angenehmen offenen Fenster. Alles das strahlt eine wohltuende Ruhe und Geborgenheit aus.
ein Gefühl der Sicherheit und der Friedlichkeit. Weit da oben und weg von den Niederungen des Alltags. Schritt für Schritt gehen wir weiter. Da ist die Zugbrücke erreicht. Wir gehen hinüber und sind im inneren Hof des Schlosses. Wir sind angekommen. Langsam schließt sich das Tor nach außen. Und die friedliche Ruhe des Hofes umfängt uns. Ein leichter Wind weht. Die Augen schweifen umher, sehen den großen Turm und irgendwo da hinten den kühlen, angenehmen Garten. Dort oben im breiten Mittelhaus die Fenster des Rittersaales. Und in einer Ecke die vergitterten, schmalen Schlitze, die das spärliche Licht in die tiefen Gewölbe bringen. Alles ist sicher abgedichtet. Langsam gehen sie die breite Holztreppe hinauf, auf die hölzerne Galerie, von der aus der ganze Hof so überschaubar erscheint. Nachdenklich und irgendwie ausgeglichen geht der Blick über alles hinweg. Sie sind da, wo sie sein wollten. In einem inneren Raum der Sicherheit und Geborgenheit. Mit seinen vielen Möglichkeiten und Chancen. Mit den Kammern und Räumen der Gedanken und Gefühle. Mit seiner ganzen inneren Welt, die einem irgendwie so vertraut und trotzdem oft so unzugänglich ist. Mit den Hoffnungen und Wünschen, mit den Zielen und Möglichkeiten, mit all dem, was wir sind, was wir sein wollten und was wir noch werden können. Alles das steht ihnen offen. Niemand kann es verhindern. Und niemand kann den inneren Frieden stören. Jedes Mal, wenn sie in Gedanken diesen Ort aufsuchen, wird er ihnen vertrauter werden. Vieles, was wir in uns entdecken können, bleibt hinter dem Trubel des Alltags verborgen. Andere Menschen, Anforderungen und Belastungen machen uns fremd, was in uns ist. Immer, wenn sie an diesen Ort zurückkehren, kommen sie nach Hause zurück, zu sich selbst
allem, was sie sind. Zu allem, was sie sein können. Und zu allem, was sie sein werden. Das Schloss ihres Lebens ist aus seiner Verborgenheit erwacht. Fühlen Sie sich darin wohl. Es kann Ihnen niemand nehmen. Langsam ziehen sich die Bilder zurück. Und dieses Halbdunkel hinter den Augenlidern wird stärker. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf die Umgebung, auf diesen Raum und diese Zeit. Sie kehren in den Raum zurück, in dem sich ihr Körper befindet und tief ausgeruht hat. Haben sich auf die Umgebung wieder eingestellt und nehmen alle Erinnerungen und Gefühle mit hinaus, die ihnen eben wichtig gewesen sind. Alles, was unangenehm war oder nicht aufgelöst ist, kann warten, bis sie beim nächsten Mal wieder ein Stück weiterkommen. Langsam zähle ich jetzt von 5 bis 1. Und bei 1 sind sie ausgeruht und erholt, öffnen ihre Augen und fühlen sich wohl. 5. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich wieder nach außen. Auf diesen Tag, auf die Aufgaben, die bevorstehen und die Menschen, die sie treffen werden. 4. Atmung und Herzschlag sind ausgeglichen und normal. Sie werden innerlich munterer. 3. Die Muskeln lockern und bewegen sich. 2. Es geht ihnen gut. Ihr Kopf ist klar, die Gedanken sind geordnet und sie haben ihre persönlichen Ziele klar vor Augen. 1. Und jetzt sind sie da, öffnen ihre Augen und fühlen sich wohl.